Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christopher Köbel. Ich bin Mitglied im Vorstand des Bundesverbands der Dolmetscher und Übersetzer Landesverband Hessen e.V. Das ist ein sehr langer Name, deswegen sagen wir einfach BDÜ Hessen. Der Bundesverband feiert dieses Jahr sein 70. Jubiläumsjahr. Seit 1947 engagieren wir uns also für die Belange der Dolmetscher und Übersetzer in Hessen und seit wir 1955 den BDÜ mitgegründet haben, auch deutschlandweit. Die meisten von uns arbeiten in der allgemeinen Wirtschaft oder übersetzen Urkunden und machen ihren Stempel darauf. Marketing und technische Dokumentation sind die zwei anderen sehr großen Bereiche. Den für die Justiz arbeitenden Kollegen haben wir im Frühjahr mit der BDÜ-Fotoausstellung Dolmetscher beim Nürnberger Prozess 1945-46 Rechnung getragen. Mit dieser zweiten öffentlichen Veranstaltung im Herbst möchten wir nun den Blick auf eine fachliche Nische lenken, denn als typische Einzelkämpfer, wir sind fast ausnahmslos Freiberufler, möchten wir uns natürlich dadurch von der Konkurrenz abheben, dass wir entweder eine sehr kleine Sprache bedienen, dann übersetzen wir alles für diese sehr kleine Sprache, Tigrinya zum Beispiel, gibt es nur ein oder zwei Mitglieder im ganzen Verein, oder eben fachlich spezialisieren. Das kann Toxikologie sein oder Kirchenarchitektur, also sowas sehr Zugespitztes. Und ein Bereich ist eben auch das Untertiteln und Synchronisieren von Filmen. Einzelkämpfer ist dabei das Stichwort. Als Einzelkämpfer hätten wir diese Veranstaltungsreihe nicht auf die Beine stellen können. Wir danken deshalb insbesondere der Jubiläums AG, die sich extra zum Jubiläumsjahr gegründet hat, aber auch der Weltlesebühne und dem Untertitelforum, die gestern die Auftaktveranstaltung beigetragen haben, und der Stadt Frankfurt für die Unterstützung, ebenso wie dem Deutschen Filmmuseum, das uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Ich möchte Sie nun Herrn Nils Daniel Peiler überlassen, der Ihnen mehr über All About Eve bzw. alles über Eva und die Synchronisierungs- und Untertitelungsarbeit daran berichtet. Viel Spaß! Ja, von meiner Seite aus ein herzlich willkommen, guten Abend nochmal zusammen. Ich freue mich, dass das Kino, der Kinosaal doch so voll geworden ist und freue mich, dass Sie sich auf dieses Experiment, was wir heute Abend nochmal machen, einlassen. Einen Vortrag, einen ausführlichen Einführungsvortrag zu der deutschen Fassung von Alles über Eva unter dem Dialogbuch von Erich Kästner und danach gibt es natürlich dann auch den Film in voller Länge. Ich möchte mich auch ganz herzlich erstmal nochmal bedanken. Mein erster, vorderster Dank geht an Andreas Beilharz aus der Kinoprogrammabteilung des Deutschen Filmmuseums, der für heute Abend nämlich eine 35mm Kopie besorgt hat und wirklich keine Mühen gescheut hat, dass wir den Film in dieser originalgetreuen Fassung zeigen können. Und ihm möchte ich danken, indem ich mich den Worten Alexandra Seibels anschließe. Die hat nämlich 2014 anlässlich einer Reihe zur Bewahrung des Filmerbes im Österreichischen Filmmuseum in Wien damals im Kurier geschrieben, Zitat: "Vielleicht hat man einen Film wie Alles über Eva ja sogar schon öfters gesehen, aber wohl kaum in einer strahlenden 35mm Fassung im Kino." Zitat Ende. Und darüber freue ich mich heute Abend auch ganz besonders, dass wir Ihnen eben keine Scheibe zeigen, sondern eine historische 35mm Kopie zeigen können. Danke auch an meine engagierten Mitstreiter beim Deutschen Filmmuseum, beim BDÜ Hessen, bei der Weltlesebühne und beim Untertitelforum. Wir haben dieses Programm in den letzten Monaten gemeinsam erarbeitet und das war eine sehr fruchtbare und schöne Zusammenarbeit und ich freue mich heute Abend hier in diesem Rahmen zu Ihnen sprechen zu dürfen. Mein Dank gilt außerdem noch an Dr. Thomas Bräutigam, das ist ein Synchronforscher-Kollege von mir in Berlin. Vielleicht kennt der eine oder die andere von Ihnen auch unser Buch. Wir haben 2015 einen Sammelband herausgegeben, Film im Transferprozess. Da darf ich kurz als Werbung in eigener Sache darauf hinweisen. Das war der erste deutschsprachige Sammelband, ist im Schüren Verlag damals erschienen, zu dem Thema Filmsynchronisation.
Und außerdem mein Dank noch an Dr. Johann Sonnefeld in Den Haag von der Erich-Kästner-Gesellschaft, der mir auch mit Hinweisen für das Programm heute Abend im Vorfeld mit einem sehr fruchtbaren Austausch zur Seite stand. Ich freue mich natürlich, dass Sie alle gekommen sind, und ich freue mich ganz besonders, dass auch einige bekannte Gesichter heute Abend hier im Publikum sind. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, hier noch weitere Namen aufzuzählen. Zwei Leuten möchte ich aber noch danken, die leider heute Abend nicht hier sein können persönlich, aber die sozusagen die Initialzündung gegeben haben für diese Zusammenarbeit, dass ich bei der Programmreihe des BDÜ zu 70 Jahren mitarbeiten durfte. Und zwar waren das Maria Valentina Kiefer und Florian Siebrecht in Gießen. Und sie sind beide auch im Schauspiel- und Theaterbereich aktiv. Insofern ist das eine ganz wunderbare Fügung, dass wir heute Abend mit All About Eve diesen Schauspiel- und Theaterfilm sehen. Das waren jetzt ganz viele Namen, ganz viele Danksagungen. Ja, und Namen ist eigentlich auch das passende Stichwort zum Einstieg unserer Beschäftigung mit All About Eve bzw. der deutschen Fassung. Mal angefangen beim Namen des Regisseurs, also Josef Leo Mankiewicz oder Mankiewicz, oder wenn man es ein bisschen amerikanischer aussprechen möchte, Mankiewicz. Sie ahnen das vielleicht schon bei diesem Namen, der lässt es vermuten, Mankiewicz oder Mankiewicz, 1909 geboren, 1993 gestorben, war der Sohn eines nach Amerika emigrierten Deutschen polnischer Abstammung. Und er war ja einer der erfolgreichsten Hollywood-Autoren und auch Regisseure der klassischen Hollywood-Ära. Die Ironie in unserem Zusammenhang mit Mankiewicz war, dass er auch mal kurz als Untertitler gearbeitet hat. Nicht für die Synchronisation, aber tatsächlich war er 1928, 1929 mit jungen Jahren, mit 19 Jahren in Berlin und hat dort gemeinsam mit seinem Bruder englischsprachige Untertitel für die UFA entwickelt. Und zwar für diese Filme der UFA, die in den Auslandsmarkt gingen, in den Export. Das vielleicht nur kurz als Randnotiz zum Einstieg. Im Allgemeinen, Sie kennen das sicherlich, die Namen der Synchronschaffenden werden in der Regel nicht genannt. Also das ist ein buchstäbliches Dunkelgewerbe, nicht nur, dass die Synchronisation im Synchronatelier im Dunkeln stattfinden muss, vor einer Projektion, vor einem Bildschirm oder vor einer Leinwand, sondern in den seltensten Fällen wird diese Arbeit auch gewürdigt durch Namensnennung. Das ist übrigens ein Schicksal, was die Untertitler auch ereilt, also das teilt beide Gruppen. Allerdings ist es so, dass es ja tatsächlich auch einige exponierte Stars gibt. Also es gibt wenige Synchronschaffende, die auch über ihren Namen bekannt sind. Das sind hauptsächlich Synchronschauspieler, weniger Regisseure, Übersetzer oder Dialogbuchautoren. Musterbeispiel wäre natürlich Christian Brückner, The Voice, der ja seit nunmehr 40 Jahren auch die deutsche Stammstimme von Robert De Niro ist, damals von Martin Scorsese für Taxi Driver gecastet wurde und seitdem kontinuierlich in den deutschen Synchronfassungen für die De Niro-Filme immer auf Deutsch eben spricht. Er hat auch einen eigenen Hörbuchverlag, Parlando, und ist sicherlich eine exponierte Figur innerhalb der Synchronszene. Wenn aber die Synchronschaffenden mal genannt werden, dann geschieht das im Rahmen einer sogenannten Dubbing Card. Das ist ein eigens produzierter deutscher Abspann, und dieser eigens produzierte deutsche Abspann, diese Dubbing Card, die wird an den internationalen Abspann drangehängt. Wie sieht das aus? Dazu habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie sitzen im Kino, bleiben sehr lange sitzen, nämlich bis der internationale Abspann vorbei ist und dann noch auch der deutsche Extra-Abspann kommt, die Dubbing Card. Also die Position ist natürlich bezeichnend, sozusagen das Anhängsel des Anhängsels. Wie sieht das aus? Ich habe Ihnen da ein Musterbeispiel, ein Positivbeispiel mitgebracht von einem Animationsfilm aus dem Jahr 2009 von Wes Anderson, Fantastic Mr. Fox, der fantastische Mr. Fox. Und da hat der deutsche Verleiher, die Fox hier in Frankfurt, eine Dubbing Card produziert. Wenn Sie also lang genug sitzen geblieben sind im Kino, dann sah das so aus. Sie sahen als erstes mal das Synchronstudio, und zwar hier mit Namen und Logo. Das war eins der traditionsreichsten Synchronstudios, Wenzel Lüdecke
Berliner Synchronmenze Lüdecke hier eben mit Namen und Logo präsent. Und Sie sehen jetzt hier die einzelnen unterschiedlichen Beteiligten vom Rohübersetzer, der also die erste Übersetzung gemacht hat, dann dem Dialogbuchautor über die Regie bis hin zum Aufnahmeteam. Das ist alles aufgedröselt. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum taucht ein Name doppelt auf, also Tobias Meister hier bei Dialogbuch und Dialogregie. Das ist ganz häufig so, dass das in Personalunion gemacht wird, dass also der Synchronregisseur auch das Dialogbuch mit übernimmt. Das ist kein Einzelfall. Und wenn Ihnen der Name Tobias Meister jetzt nichts sagt, vielleicht haben Sie in den letzten Jahren einen Film mit Kiefer Sutherland, mit Brad Pitt oder mit Sean Penn auf Deutsch gesehen. Und Tobias Meister ist die deutsche Stammstimme unter anderem für diese drei Schauspieler. Er ist nämlich nicht nur Dialogbuchautor und Regisseur, sondern auch Synchronschauspieler. Wenn Sie dann weiter sitzen geblieben sind bei der Dubbing Card, dann lernen Sie noch mehr, dann lernen Sie nämlich die Besetzung kennen für die deutsche Fassung von der fantastische Mr. Fox. Und dann sehen Sie hier zum Beispiel, dass das Paar, Mr. und Mrs. Fox, das Filmpaar sozusagen, auch durch ein Schauspielerpaar besetzt wurde, nämlich Andrea Sawatzki und Christian Berkel. Das gibt es so im Original nicht, da sind es nämlich George Clooney und Meryl Streep. Wenn Sie dann weiter sitzen geblieben sind, dann lernen Sie noch die weiteren Namen kennen. Das ist wirklich vorbildlich gemacht bei dieser Dubbing Card, bis hin zu weiteren Stimmen, die gar nicht mehr mit Rolle aufgeführt sind. Da sind aber auch noch hochkarätige Sprecher dabei, zum Beispiel Andreas Fröhlich, den kennen viele von Ihnen vielleicht von den drei Fragezeichen-Hörspielen. Oder auch das Kinderlied, das extra eingesungen wurde für die deutsche Synchronfassung. Da lernen Sie noch die Namen der Kinder kennen. Und wenn Sie ganz bis zum Ende sitzen geblieben sind, dann lernen Sie auch noch, dass die Schnalz- und Pfeiflaute nicht für die deutsche Fassung eigens eingespielt wurden, sondern aus dem Original übernommen wurden, nämlich von George Clooney. Da hat man sich also ein bisschen Aufwand gespart. Das ist sozusagen das Positivbeispiel. Im Gegensatz dazu ist es aber in der Regel so, dass wir also einen recht prekären Umgang oft haben mit der weitestgehenden Nichtnennung oder eben Nennung erst am Ende des Films. Und demgegenüber gibt es noch ein anderes Phänomen, nämlich sogenannte Star Talents. Diese Star Talents, die werden insbesondere bei Animationsfilmen besetzt, in letzter Zeit auch vermehrt besetzt. Und das Interessante bei diesen Star Talents ist, sie verfügen meist nicht über dezidierte Synchronerfahrung, dafür aber über einen entsprechend einträglichen Marktwert. Das heißt, man kann mit ihrer Bekanntheit für den Film werben, wohingegen die tatsächlichen Synchronexperten, also die wenigen Synchronschauspieler, die eben immer wieder besetzt sind, die spezialisiert sind, meist ungenannt bleiben. Nicht zuletzt trennt diese beiden Gruppen auch die Ökonomie, der ökonomische Faktor. Die Stars, die erhalten nämlich Traumgagen im Vergleich zum Teil bis zum 30-fachen der normalen Gage des Synchronschauspielers, also der ungenannt bleibenden Kollegen. Ich habe Ihnen auch dafür mal ein Beispiel mitgebracht. Also das wäre sowas wie hier 2013 Harpe Kerkeling in Disneys Die Eiskönigin, völlig unverfroren. Elias Mbarek als Paddington Bear 2014, Matthias Schweighöfer, Kaya Jana, Cindy aus Marzahn, Dieter Hallervorden und Eileen Thesel in Robinson Crusoe 2016 oder auch aus diesem Jahr die beiden Filme Bigfoot Junior mit Lukas Rieger und Tom Beck oder Christoph Maria Herbst, Anja Kling, Tim Oliver Schulz und Joyce Ilk in Emoji der Film. Das heißt, hier wird also dezidiert auf den Plakaten dann mit den Namen dieser Star-Talents geworben und das steht eben im Kontrast zu der üblichen Praxis, dass mit den dezidierten Profis, mit den Synchronschauspielern nicht geworben wird. In gewisser Weise könnte man nun sagen, dass auch alles über Eva ein ähnliches Vermarktungskonzept unterstellt werden könnte. Allerdings wird hier nicht mit einem Sprecherstar operiert, sondern mit einem Autorstar. Die Filmplakate des deutschen Verleihs Sandfox, die warben nämlich ganz groß angelegt mit Erich Kästners Namen. Also Sie sehen das hier, Bedeutungsgröße. Sie haben hier gleich unter dem Filmtitel Deutscher Dialog Erich Kästner oder eben hier oben auch gleich unter den beiden Titeln, dem deutschen Titel, dem internationalen Titel Deutscher Dialog Erich Kästner. Man beachte hier eben diese Bedeutungsgröße auch in der Illustrierten Filmbühne. Ausgabe 1419 wurde groß mit Kästners Namen geworben, viel größer, doppelt so groß als mit dem Namen des Autors und des Regisseurs Mankiewicz. Also Sie sehen hier eben Erich Kästner sehr präsent in der Mitte
und hier drunter ganz klein im Verhältnis Mankiewicz. Auch im deutschen Vorspann, der eigens erstellt wurde für diese deutsche Fassung, das ist hier aus einem Fernsehmitschnitt, das Bildmaterial, wurde dann extra auf Kästners Leistung Bezug genommen. Man beachte auch hier nochmal die Bedeutungsgröße. Hier ist es nämlich so, dass der Synchronregisseur Josef Wolf zwar genannt wird, aber auch deutlich kleiner als Erich Kästner. Josef Wolf war als Leiter der Berliner Ultrasynchron damals sehr engagiert, also er zeichnete sich durch ein vergleichsweise hochwertiges Arbeiten aus und das hing damit zusammen, dass er relativ viel Zeit für seine Synchronprojekte, sich relativ viel Zeit nahm und auch maximal 60 Filme pro Jahr synchronisierte. Das heißt, das war ein Luxusarbeiten, wenige Projekte, dafür viel Zeit. Er hat auch kategorisch nie fürs Fernsehen gearbeitet mit der Ultrafilm. Und das hat letzten Endes dann auch zum Bankrott der Firma geführt. Sie war nämlich einfach nicht mehr wettbewerbsfähig, weil die anderen Firmen das eben gemacht haben, mitgemacht haben, in kürzerer Zeit schneller und mehr Projekte synchronisiert haben. Erich Kästners Besetzung als Dialogbuchautor für Alles über Eva ist aber keine filmhistorische Einmaligkeit, wenn Sie das jetzt vielleicht denken mögen. Es ist eine Besonderheit, ganz klar, aber es gibt auch weitere Fälle in der Filmsynchrongeschichte, in denen berühmte deutschsprachige Schriftsteller Synchron-Dialogbücher lieferten. Ich habe Ihnen dazu auch ein paar Fälle mitgebracht, die hier auch im Poster präsent sind. Also da wären von links nach rechts Axel von Ambesser für Charlie Chaplins Der Frauenmörder von Paris, also im Original Monsieur Verdoux aus dem Jahr 1947. Karl Zuckmayer hat für Anatole Litvaks Entscheidung vor Morgengrauen, Decision Before Dawn, aus dem Jahr 1951 das deutsche Dialogbuch geschrieben. Martin Beham Schwarzbach hat für Carol Reeds Voller Wunder ist das Leben, im Original A Kid for Two Farthings, 1955, das Buch geschrieben. Kein geringerer als Erich Maria Remarque hat für Stanley Kramers das Urteil von Nürnberg, Judgment at Nürnberg, 1961 das Dialogbuch verfasst und Hans Habe schließlich für Stanley Kramers das Narrenschiff, Ship of Fools, 1965. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einer Einmaligkeit zu tun, aber immerhin mit einer Besonderheit, zumal hier eben die meist ein absolutes Schattendasein fristenden Synchron-Dialogbuchautoren in den Vordergrund der Vermarktung gestellt werden. Normal, wenn eine Namensnennung erfolgt, dann eben der Regisseur, vielleicht exponierte Stars, aber der Dialogbuchautor, das ist wirklich schon eine Besonderheit. Es gab natürlich auch berühmte Synchronregisseure. Ich habe Ihnen dazu auch zwei Fälle mitgebracht für Stanley Kubrick-Filme. Wolfgang Staudte hat in Absprache mit Stanley Kubrick, dem Regisseur selbst, die drei deutschen Fassungen für Uhrwerk Orange, für Barry Lyndon und für Shining verantwortet als Synchronregisseur. Und Edgar Reitz wurde auf dezidierten Wunsch von Kubrick eingesetzt für die Synchronisation, die deutsche Fassung von Eyes Wide Shut, Kubricks letztem Film 1999. Damit kommen wir zu Erich Kästner. Und Kästner und der Film, das ist ja ein ganz besonderes Verhältnis. Also Erich Kästner, 1899 geboren, 1974 gestorben, der war natürlich einer der populärsten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts, ein großer Schriftsteller auf der einen Seite. Er war aber auch ein vielfältiger Autor, der für ganz unterschiedliche Gruppen gearbeitet hat. Also natürlich fallen einem sofort die berühmten Kinderbücher von ihm ein, aber er hat eben auch für Erwachsene geschrieben und insbesondere ist er natürlich auch für seine sehr scharfzüngige, stechende politische Lyrik bekannt geworden. Ja, und Kästner und der Film, das ist insofern ein besonderes Verhältnis, weil Kästner eben auch für den Film gearbeitet hat und weil viele seiner Kinderstoffe verfilmt wurden und verfilmt werden. Ich habe Ihnen hier nur eine kleine Auswahl mitgebracht, auch nochmal im Poster. Also wenn man an Kästner und den Film denkt, dann gibt es natürlich zahlreiche berühmte Kästner-Verfilmungen. Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton, das doppelte Lottchen, das fliegende Klassenzimmer und davon oft mehrere Verfilmungen, Neuverfilmungen, ältere Verfilmungen. Hier wie gesagt nur eine kleine Auswahl an Filmplakaten. Das ist 1952, das heißt also 7 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, jedoch alles andere als selbstverständlich war, wieder mit dem Namen Erich Kästner zu werben. Das muss vor dem Hintergrund der unmittelbaren deutschen Vergangenheit des Nationalsozialismus betrachtet werden.
Denn zum anderen war Kästner natürlich, wie viele von Ihnen wissen, während der Zeit des Nationalsozialismus einer der ersten verbotenen Autoren. Er ist sehr schnell mit einem Berufsverbot belegt worden. Er musste dann unter Pseudonym oder im Ausland veröffentlichen. Und seine Bücher zählten auch zu den ersten, die öffentlich verbrannt wurden. Er hat dieses eigene staatlich verordnete Schreibverbot seiner Texte auch in vielen eigenen Texten reflektiert. Die sind in einem sehr lesenswerten kleinen Bändchen erschienen. Das kann ich Ihnen alle empfehlen, über das Verbrennen von Büchern. Das ist 2012 in Zürich erschienen. Er hat aber auch, wenn wir an Kästner und den Film denken, ein Drehbuch geschrieben, für das er nicht genannt wurde. 1943 ist mit Hans Albers in der Titelrolle Münchhausen von der UFA produziert worden, unter der Regie von Josef von Barki, dieser monumentale Historienfilm. Und der Name Erich Kästner und auch nicht sein Pseudonym Berthold Bürger, unter dem er das Drehbuch geschrieben hat, tauchen nirgendwo auf, weder im Vorspann noch in der Presse. Es gab eine Direktive, dass diese beiden Namen nirgendwo erscheinen durften. Und Kästner, und das ist das Perfide an diesem Fall, arbeitete unter diesem Pseudonym auf dezidierten Wunsch und mit einer Sondererlaubnis, obwohl er allgemeines Publikations- und Berufsverbot hatte als Autor, und mit einer Sondererlaubnis einmal des Reichsfilmintendanten Fritz Hippler und des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda Josef Goebbels. Das heißt, was wir hier jetzt sehen, also dieses Plakat aus dem Jahr 1953, Fassung 1953, mit Drehbuch Erich Kästner, das könnte man schon wieder als eine Art Wiedergutmachung lesen. Da wird nämlich der Name wieder erwähnt, was 1943, 10 Jahre zuvor, bei der Erstverwendung Kästners für Münchhausen nicht der Fall war. Auch wenn also immer wieder wiederholt mit prominenten Namen geworben wurde, so war es häufig so, dass der beworbene Autor bei der Arbeit am Synchrondialogbuch unterstützt wurde und sozusagen den Feinschliff besorgte, während andere vor ihm bereits die eigentliche Vorarbeit der Rohübersetzung und der Dialogbucherstellung leisteten. Das lässt sich etwa im Falle der Mitarbeit des Schriftstellers Hans Habe für das Synchrondialogbuch zu Das Narrenschiff belegen. Ich habe Ihnen dazu ein schönes Zitat mitgebracht. Martin Morlock schreibt äußerst suffisant, muss man sagen, im Spiegel in der Ausgabe 24, 1974, ich zitiere: Wenn Hersteller oder Verleiher meinen, des Guten noch mehr tun zu müssen, sind zwischen Rohübersetzung und drehfertigem Text ein Schmuckname, wird zwischen Rohübersetzung und drehfertigem Text ein Schmuckname eingefügt, von dessen Träger gewöhnlich nicht mehr erwartet wird, als die Bestätigung, eine fünfstellige Geldsumme dankend erhalten zu haben. So gelang der Name Hans Habe auf die Kostenabrechnung für den Film Das Narrenschiff. Zitat Ende. Bei Erich Kästner und Alles über Eva verhält sich das etwas anders. In diesem Fall ist es tatsächlich so, dass nicht nur mit Kästners Name geworben wurde, sondern dass natürlich auch ein sehr prominenter verwendet wurde für das Marketing, sondern dass Kästner diese Arbeit auch selbst verrichtet hat. Im Nachlass des Autors findet sich das 170 Seiten umfassende Typoskript seiner Arbeit. Dieser Nachlass ist im Deutschen Literaturarchiv in Marbach aufbewahrt. Und hier kann man nachvollziehen, wie Kästner diese Arbeit verfasst hat. Hier lässt sich auch ein Teil der Abläufe der Synchronproduktion rekonstruieren, die ich mit einzelnen Wegpunkten nachzeichnen möchte. Am 5. Juli 1951 verkündet die Sandfox, also der deutsche Verleih des Films, dass Erich Kästner für die Ultrafilm-Synchron in Berlin schon im September ins Synchronatelier liefern soll, sodass der Film bereits im Oktober 1951 in die deutschen Kinos kommen könnte. Tatsächlich wird sich der Prozess verzögern und Alles über Eva erst am 29. Januar 1952 seine deutsche Erstaufführung erleben. Erich Kästner scheint wenig begeistert von der Arbeit. Am 10. August 1951 schreibt er in einem Brief an seine damalige Freundin Helga Veit, Zitat: Die erste Hälfte vom All About Eve-Film drückte man mir gestern in die Hand. Das Geld noch nicht, also warte ich noch damit. Zitat Ende. Eine Woche später, am 17. August 1951, schreibt Kästner erneut an Helga Veit, Zitat: Nun, mich losgerissen habend, beginne ich heute mit All About Eve. Halt mir die Daumen, dass ich in 14 Tagen mit der Bearbeitung fertig bin. Es sieht leider nach viel aus. Zitat Ende.
Nur 3 Tage später, also am 20. August 1951, schreibt er, Zitat, Liebe Helga, ich sitze seit Tagen über All About Eve und muss sagen, dieses Silbenstechen ist ärger als Hundeflöhen. Am schlimmsten sind die Labialen. Da muss wegen des Mundschlusses etwas Passendes gefunden werden. Klingt wie Hohn, auch wenn dann Wort und Satz keinen Sinn ergeben. Und das soll ich nur noch fast 2 Wochen weitertreiben. Abscheußlich. Doch genug davon. Ich springe jetzt ein bisschen in diesem Brief ans Ende. So, weiter geht's mit dem Gepuzzel. Küsse auf alle Bäckchen und Lippchen, dein Oller Emil. Zitat Ende. Erich Kästner arbeitet belegbar vom 17. bis zum 31. August 1951 an seinem Dialogbuch für Alles über Eva. Da er offenbar vom Hundeflöhen, wie er das nennt, genug hat, lehnt er es dann am 18. Januar 1952 ab, den deutschen Synchrontext des Films Monsieur Verdoux mit Charlie Chaplin zu schreiben. Und auch das nächste Angebot schlägt er aus, wie er Helga Veit in einem weiteren Brief vom 2. April 1953 übermittelt. Zitat. Eben war ich in Geiselgasteig, sah mir den Film The Four Poster an. Molo wollte, dass ich ihn synchronisiere, habe aber trotz ökonomischer Überlegungen abgelehnt. 2 Schauspieler, Ehegeschichte von Hochzeitstag bis Tod, in einem einzigen Zimmer und der Held noch dazu ein Schriftsteller, das ist zu viel für die deutsche Sprache, bei 2800 Metern. Wie da zum Beispiel der Erste Weltkrieg in Zeichnung und Musik hinterlegt wird, dagegen verblasst der hintendrein fotografierte Mutterschmerz wie ein Kartoffelkeimchen. Zitat Ende. Diese Briefe belegen also deutlich, dass Erich Kästner die Arbeit missfallen haben muss am Synchrondialogbuch von Alles über Eva. Für Kästner blieb diese Arbeit als Dialogbuchautor für eine Synchronfassung auch eine einmalige Angelegenheit, die sich damit nicht mehr wiederholte. In der ersten Ankündigung Erich Kästners als Synchrondialogbuchautor durch die Sandfox hatte es noch vollmundig geheißen, Zitat, Sandfox möchte den Streifen im Glanze einer gefeilten und subtilen deutschen Sprache bereits im Oktober zeigen. Man wird erwarten können, dass Sandfox an diesem Spitzenfilm das Musterbeispiel einer eigenwilligen, dem Stoff gemäßen Eindeutschung geben will. Auch in anderen Fällen hat Sandfox mit Erfolg selbst sehr amerikanische Themen für seine kommenden Staffeln sprachlich ins Deutsche transponiert, sodass dem deutschen Publikum die vollkommene Illusion einer Neuschöpfung vermittelt wird. Dies ist, wenn wir die Berufung Kästners richtig verstehen, auch der Sinn der Synchronisation von All About Eve. Zitat Ende. Also, die Illusion einer Neuschöpfung im Transferprozess von einer Ausgangsfassung in eine Zielfassung. Und das wollen wir uns nun natürlich anhand einiger Beispiele einmal näher vor Augen und vor allem auch vor Ohren führen. Also, wir halten nochmal fest, die Synchronisation von 1951 von der Ultrafilm-Synchron in Berlin mit einem Synchrondialogbuch von Erich Kästner und unter der Synchronregie von Josef Wolf. Doch ich habe Ihnen immer noch nicht verraten, wer überhaupt zu hören sein wird, wer wen sprach. Dazu habe ich eine ganz illustre Zusammenstellung mitgebracht. Hier auf einer Folie sind sie alle nochmal versammelt, die im Synchronatelier gespielt haben. Also das sind in der oberen Reihe die Damen von links nach rechts, Eva Ehrers, Eleonore Noel, Carola Höhn und Edith Schulze-Westrum von links nach rechts. Und in der zweiten unteren Reihe die Herren, auch von links nach rechts, O.E. Hasse, Peter Bassetti, Kurt Ackermann und Hans Pössenbacher. Jetzt möchten Sie natürlich wissen, wer hat denn für wen gespielt. Also Eva Ehrers, wir beginnen nochmal oben links, für Bette Davis in der Rolle der Margot Channing, Eleonore Noel für Anne Baxter in der Rolle der Eve, Carola Höhn, die dritte von links in der oberen Reihe, für Celeste Holm in der Rolle der Karen und Edith Schulze-Westrum für Thelma Ritter als Birdie. O.E. Hasse hat für George Sanders seine Stimme geliehen als Addison DeWitt, Peter Bassetti für Gary Merrill als Bill, Kurt Ackermann für Hugh Marlowe in der Rolle des Lloyd und schließlich Hans Pössenbacher unten rechts für Gregory Rathoff in der Rolle des Max Fabian. Das sind alles ausgebildete Schauspieler, die Sie vielleicht auch aus einem anderen Kontext schon kennen. Das sind alles bekannte klingende Namen, die aber eben für ihre Synchronarbeit ungenannt blieben. Und dass das wirklich
die erste Garde war, die damals besetzt wurde, zeigt zum Beispiel also Eva Eras, die hier abgebildet ist, oben links für Betty Davis, war zum Beispiel lange Jahre auch die deutsche Stammstimme von Anna Magnani oder Kurt Ackermann, also hier unten in der zweiten Reihe, der zweite von rechts. Den kennen Sie viele von Ihnen vielleicht auch als deutsche Stammstimme für Cary Grant. Wir können das jetzt nochmal in einer kleinen Animation durchlaufen, was ich Ihnen im Text dargeboten habe. Das heißt, ich habe so eine kleine Überblendung vorbereitet. Das heißt, Sie sehen jetzt gleich ganz zauberhaft, wie aus den deutschen Synchronschauspielern ihre original zugehörigen Schauspieler werden. Lassen Sie uns schließlich Erich Kästners Dialogarbeit und Josef Wolffs Synchronregie für die deutsche Fassung einmal anhand einiger Beispiele näher unter die Lupe nehmen. Also auf den ersten Blick ist erstmal festzuhalten, dass wir in Alles über Eva nur sehr wenig deutsch markierte Aussprachen hören. Also zum Beispiel San Francisco, Wisconsin, Connecticut oder auch Mr. Fabian statt wie im Original Mr. Fabian. Der starke Akzent von Max Fabian, gespielt von Gregory Rathoff, der wird in der deutschen Fassung von Hans Pössenbacher übernommen, aber etwas abgeschwächt. Und diese sehr umsichtige Gestaltung der Aussprachen, die verdient vor dem Zeitkontext besondere Erwähnung. Es ist nämlich Anfang der 1950er Jahre gang und gäbe, dass im Synchron einfach alles eingedeutscht wird. Also mein Musterbeispiel ist immer, ein Jahr zuvor, 1951, kommt The Wizard of Oz, also Victor Flemings Film aus dem Jahr 1939, unter dem deutschen Erstverleihtitel Das zauberhafte Land erstmals in die deutschen Kinos. Und da hören wir dann in der Synchronfassung Figurennamen sehr deutsch ausgesprochen, also zum Beispiel Dorothy aus Kansas und nicht Dorothy aus Kansas. Auch bleiben bei Kästners und Wolffs Fassungen von Alles über Eva zahlreiche Topoi der amerikanischen Kulturgeschichte in der Synchronfassung erhalten. Zu diesen Amerikaner zählen etwa die Sioux-Indianer, die sogenannten, oder auch Gregory Peck. Und selbst der politisch inkorrekte Humor erhält sich 1952, mithin also in einer Zeit, in der aus Michael Curtis' Casablanca im selben Jahr und Alfred Hitchcocks Notorious noch sämtliche politischen Gehalte via Synchronisation und Schnitt in Selbstzensur entfernt werden. Insbesondere natürlich alle Hinweise auf den Nationalsozialismus. In Alles über Eva aber darf George Sanders' Figur des Theaterkritikers Addison DeWitt auch im Deutschen mit der Stimme O.E. Hasses über die nach seiner Ansicht nach, Zitat, wahren Displaced Persons, Zitat Ende, der Theaterzunft sinnieren. Und das ist schon etwas Besonderes, 7 Jahre nach Kriegsende, was für die Entstehungszeit als geradezu progressiv im Vergleich mit anderen Synchronfassungen dieser Jahre angesehen werden kann. Vereinzelt gibt es aber auch Ersetzungen für diese Topoi kulturellen Wissens und den speziellen Humor, die wenig nachvollziehbar sind, etwa wenn Miss Caswell, gespielt von Marilyn Monroe, von der Toilette zurückkommt und bekennt, sie fühle sich, Zitat, wie nach einem Match mit Joe Louis, also einem Kampf mit einem zeitgenössischen Schwergewichtsboxweltmeister, was im Original aber stattdessen heißt, like I just swim the English Channel, also als habe sie den Ärmelkanal durchschwommen. Und diese intendierte Wirkung, also der Eindruck einer Erschöpfung nach körperlicher Anstrengung, der bleibt natürlich erhalten, trotz Änderung der Sportart. Aber es ist schon beachtlich, dass die deutsche Fassung hier einen amerikanischen Boxer ins Feld führt, der so im amerikanischen Original gar nicht vorkommt, während man dem deutschsprachigen Zielpublikum unterstellen könnte, dass es mit dem Ärmelkanal vertraut sein dürfte. Wir wollen uns dieses Verfahren jetzt aber nicht weiter nur anhören, sondern natürlich auch ansehen, diesen Zugriff, die Amerikaner in die deutsche Fassung in einen idiomatischen Ausdruck zu bringen, zu integrieren, zudem lippensynchron zu fassen. Er soll ja genau auf dem Bild drauf liegen. Und wir schauen uns das jetzt einmal anhand eines ersten exemplarischen Filmausschnittes in Gegenüberstellung an. Bill, gespielt von Gary Merrill, erklärt Eve, gespielt von Anne Baxter, seine Vorstellung, was für ihn Theater bedeute. Die Szene steht im Zusammenhang mit dem Aufbruch Bills in Richtung Hollywood vom Theater zum Filmregisseur und kann durchaus auch selbstreflexiv als Selbstbespiegelung der Traumfabrik von Alles über Eva verstanden werden. Bitte den ersten Ausschnitt. Also, was haben wir gerade gesehen? Vor allem, was haben wir gehört? Donald Duck wird konsequenterweise für die
Entstehungszeit zu Donald die Ente, Punch and Judy zu Kasperl und der Teufel, auch der Karneval, Ballette, indianische Urwaldtänze und die One-Man-Band als Barpianisten finden so treffende deutsche Äquivalente. Und Meyer und Müller haben sie natürlich auch gehört. Doch aus dem deutschsprachigen Zielpublikum womöglich weniger vertrauten amerikanischen Rodeo werden in der deutschen Synchronfassung bezeichnenderweise Autorennen. Das Bild vor allem vom Spießigen des Theaters abgeschreckt scheint, Bourgeois ist sein Ausdruck, mildert sich in der Synchronisation ab. Hier heißt es dann allgemeiner, es wird so viel Blödsinn geredet in diesem lorbeergeschmückten Haus, das sich Theater nennt. Im Weiteren möchte ich Ihnen jetzt noch einige markante Übersetzungen von Erich Kästner dem Original gegenüberstellen und daran nochmal die mögliche unterschiedliche Wirkung beider Fassungen aufzeigen, und gleich sehen wir uns natürlich den nächsten Ausschnitt an. In der Originalfassung heißt es zum Beispiel in einem Dialog zwischen Karen und Eve: Karen, Bill Simpson, he's a director. Eve darauf: he's the best. Karen, he'll agree with you. Auf Deutsch heißt es dann an derselben Stelle: Karen, Bill Simpson ist ein Regisseur. Eve, unser Bester. Karen, das wird er gerne hören. Sie sehen also, dass hier sehr genau gearbeitet werden muss, nicht nur im Hinblick auf die Länge, auch eben, was wir jetzt nicht gesehen haben, nur gehört haben, auf die Lippensynchronität, und Kästners Ansatz ist eben, deutsche Äquivalente, deutsche Formulierungen, ein idiomatisches Deutsch zu erzeugen, aufgrund der gegebenen Vorlage. Zusammen mit der Intonation verliert diese Stelle aber ein wenig an Biss, wie Sie gleich sehen werden, auch an Sarkasmus, und das ist sozusagen ein kleiner Abstrich, aber Kästner findet auch ganz viele wunderbare idiomatische Entsprechungen für kaum übersetzbare Wendungen aus dem Amerikanischen. Also Eve Harrington bekennt zum Beispiel an einer Stelle: I could drop off rain on the desert. Und wie übersetzt man sowas? Was ist an derselben Stelle im Deutschen zu hören? Da sagt Eve Harrington: das war für mich der einzige Trost. Oder Eve Harrington an einer anderen Stelle: that's what who is who says. Und Eve Harrington im Deutschen: ich las es im Künstleralmanach. Daran können Sie natürlich auch wunderbar die Entstehungszeit der Synchronfassung ablesen. Das würde heute sicherlich ganz anders übersetzt werden. Max Fabian sagt einmal ein schönes Wortspiel auch, da geht es hier um die Lautlichkeit: you should say sable or gable. Was macht man da im Deutschen draus? Und da hat sich Erich Kästner gemeinsam mit dem Synchronregisseur, mit Josef Wolf, entschieden für Max Fabian: sagen Sie Zobel oder Nobel? Wir können den Transfer der Synchronübersetzung auch einmal anhand einiger kurzer Ausschnitte auf spielerische Weise in der direkten Gegenüberstellung nachvollziehen. Das versuchen wir jetzt mal. Wir sehen eine Szene, in der Margot Channing mit ihrer Dienerin Birdie über Eve spricht. Als Eve die Szene betritt, trägt sie ein neues Kleid. Das hat sie von Margot. Gesucht wird zunächst der Ausdruck, mit dem Margot Channing Eves neues Kleid beschreibt. Also achten Sie mal darauf, was sie da im Original, im Amerikanischen sagt. Wir hören dann gleich danach die deutsche Übertragung, dieselbe Szene noch einmal. Und da werden Sie sehr große Gemeinsamkeiten feststellen, aber eben auch kleine Varianten. Achten Sie mal darauf, wie das Kleid im Deutschen übersetzt wurde, oder diese Beschreibung des neuen Kleides. In der deutschen Fassung hören wir Eva Ehrers für Betty Davis als Margot und Edith Schulze-Westrum für Thelma Ritter als Birdie und Eleonore Noel für Ann Baxter als Eve. Jetzt bitte die Clips 3 und 4. Also ich muss gestehen, als ich die Clips vorbereitet habe, konnte ich Betty Davis starkes Spiel einfach nicht abkürzen. Deshalb haben Sie das jetzt zweimal sehen müssen, auch wenn da nicht mehr gesprochen wurde. Und Sie sehen es gleich noch ein drittes Mal dann. Das Kleid, neben allem anderen, was Sie gehört haben, das Kleid natürlich 17-ish und jugendlich. Ja, welche Gehalte in einer Synchronisation verloren gehen können, offenbart die nächste Szene. Wir sehen nun eine Einstellung, in der sich Karen fehl am Platz fühlt, als Bill und Margot sich innig umarmen. Im Original drückt sie dies mit einer gehobenen Entlehnung aus dem Französischen aus. Dieser Sprachgebrauch, der trägt ganz wesentlich auch zur Charakterisierung der Filmfigur aus einem bestimmten Milieu bei, hier dem großbürgerlichen Theaterumfeld. Bitte den nächsten Clip Nummer 5. Also die Trop. Oder the drop, das ist trop im Französischen, zu viel von etwas. Das hören wir uns jetzt gleich natürlich nochmal in der deutschen Fassung an, dieselbe Szene. Wir hören Carola Höhn für Celeste Home und Peter Pasetti für
Gary Merrill. Clip Nummer 6, bitte. Wenn Miss Caswell unbedacht gegenüber Eve zum Ausdruck bringt, dass sie ihr Begleiter, Theaterkritiker DeWitt, zutextet und daher keine Gefahr bestehe, dass Eve ihn im Gespräch zu Wort kommen lassen würde, dann entfällt in der deutschen Fassung die etwas kokette Anrede zwischen Claudia und Eve, die jedoch zur Charakterisierung der oberflächlich und naiv gezeichneten Figur Marilyn Monroes sowie zum Kennzeichen der Figurenbeziehungen innerhalb des Figurentableaus beiträgt. Ich habe Ihnen da nochmal eine Stelle aus dem Filmdialog mitgebracht. Eve: I'm afraid Mr. DeWitt would find me boring before too long. Claudia Caswell darauf: You won't bore him, honey. You won't even get a chance to talk. Und dieses Honey, das fällt weg. Eve auf Deutsch: Ich fürchte, Mr. DeWitt wird sich mit mir ziemlich langweilen. Und Claudia Caswell darauf: Das ist völlig unmöglich, er wird sie gar nicht reden lassen. Mit diesem Honey wird in der Szene auch noch gespielt. Da geht es auch noch um die Bienen, die auch den Honey produzieren. Und so wird aus der Anrede Honey auch noch ein Wortwitz generiert. Das fällt in der deutschen Fassung weg. Besonders hervorzuheben ist das idiomatische Deutsch, oft eben kein Synchrondeutsch, das bei Alles über Eva vorliegt. Das heißt, Erich Kästner arbeitet einerseits sehr genau in seiner Übertragung, er nutzt aber auch die Freiheiten und findet natürlich klingende deutsche Entsprechungen, die nicht auf einen amerikanischen Satzbau oder amerikanischen Wortschatz schließen lassen. Auch das möchte ich Ihnen noch an einem Beispiel belegen. Das ist ein dankbarer Fall insofern, weil es eine Off-Voice ist. Das heißt, man ist nicht an die Lippensynchronität gebunden in einer Off-Voice. Von Margot heißt es im Original: Bill's welcome home birthday party, a night to go down in history. Even before the party started, I could smell disaster in the air. I knew it, I sensed it, even as I finished dressing for that blasted party. Dieselbe Stelle in der deutschen Synchronübersetzung, Margot als Off-Voice: Bills Heimkehr und Geburtstagsparty verdient, in die Geschichte einzugehen. Das Unglück lag, noch ehe sie begann, in der Luft. Ich wusste es, ich spürte es, noch ehe ich mich für diese verdammte Party anzog. Das heißt, Sie sehen also, dass man versucht hat, hier mit einer sinnvollen deutschen Syntax zu operieren und eben jetzt nicht einfach eins zu eins versucht hat, den amerikanischen Satz nachzubauen. Einige Dialogzeilen aus Mankiewicz' Film sind natürlich als immer wieder zitierte Bonmots in die Filmgeschichte eingegangen und selbst für diese Dauerbrenner im amerikanischen Sprachraum, die es auf einschlägige Filmzitate Bestenlisten geschafft haben, hat die deutsche Fassung zielgerichtete Äquivalente gefunden, deren Wirkung nicht hinter dem Original zurückzustehen braucht. Wir sehen uns dazu nun das wohl berühmteste Dialogzitat des Films in der direkten Gegenüberstellung an. Ich bitte um die Clips Nummer 7 und 8. Eben hatten wir schon gesehen, dass sich die Theaterleute auch des Französischen bemächtigen können, die Trop. Übrigens wird im Original auch ein Wort Deutsch gesprochen, was ich Ihnen natürlich in unserem Zusammenhang hier der Übersetzung freilich nicht vorenthalten wollte. Wir sehen dazu nochmal einen kurzen Ausschnitt aus der eben schon gesehenen Birthday und Welcome Home Party für Bill mit Margot, der Clip Nummer 9 bitte. Also Margot Channing gibt ihren klassischen Musikwunsch, den Liebestraum Nummer 3 aus dem Jahr 1850 von Franz Liszt, auch im amerikanischen Original, wie wir gerade gehört haben, auf Deutsch auf, den Liebestraum. In der gerade gesehenen Szene drückt diese interdiegetische Filmmusik die Stimmung der Figur aus. Die sich selbst bemitleidende Betrunkene inszeniert sich als Gestorbene. In Alles über Eva erklingen als übrige Filmmusik, die für die Synchronfassung erfreulicherweise vollständig übernommen wurde, unter anderem populäre Songs der amerikanischen Songschreiber Richard Rodgers und Harold Arlen, darunter solche Evergreens wie Blue Moon, Stormy Weather, Though Swell und That Old Black Magic. Die Einrichtung der instrumental erklingenden Lieder hat der Fox-Chef-Musiker Alfred Newman besorgt, von dem auch die bis heute im Studio-Production-Logo der 20th Century Fox vor jedem Film des Studios erklingende ikonische Fanfare stammt, die Fox-Fanfare, die Sie alle kennen. Und warum bedarf das einer besonderen Erwähnung? Auch das gibt es in der Filmsynchron-Geschichte sehr häufig, dass aus technischen Gründen oder aber auch aus ästhetischen Erwägungen die originale Filmmusik ersetzt wird. Musterbeispiel wäre zum Beispiel Stagecoach oder auch
Citizen Kane. Bei Citizen Kane war es so, dass das originale International Tape, also eine Tonspur ohne die Filmdialoge, nur mit der Filmmusik und den Effektgeräuschen und der Atmo, nicht mehr zur Verfügung stand. Und man hat dann 20 Jahre später Bernard Herrmanns Filmmusik komplett ersetzt, obwohl Bernard Herrmann im deutschen Vorspann weiter zu lesen ist. Also Sie hören bei Citizen Kane im Deutschen eine ganz andere Musik. Ich möchte zum Abschluss meiner Einführung noch auf die Pressereaktionen auf Kästners Synchrondialogbuch eingehen. Da habe ich Ihnen einige Pressestimmen mitgebracht. Also einmal muss man festhalten, dass die deutsche Fassung von Mankiewicz' Klassiker heute unter Synchronexperten zu den Meilensteinen der Filmsynchrongeschichte zählt. Für Dr. Thomas Bräutigam, Herausgeber des Synchronlexikons Stars und ihre deutschen Stimmen, das ist 2013 mittlerweile in der dritten Auflage in Marburg erschienen, für Thomas Bräutigam bildet der Film gar seine Lieblingssynchronfassung und er befindet in einem ganz pointierten Urteil, da stimmt alles. Insgesamt gab es wirklich großen Jubel für Kästners Dialogbuch. Man kann sagen, dass die Marketingbemühungen der Sandfox voll aufgegangen sind, also auf Erich Kästner zu setzen, auf diesen prominenten Autornamen. Ich habe für unseren Vortrag heute Abend noch einmal die im Textarchiv des Deutschen Filminstituts erhaltenen Pressemappen der Sandfox, die dort gut dokumentiert sind, durchgesehen. Und da kann man schön nachvollziehen, wie stark der Name Kästner in der Vorabbewerbung in den Vordergrund gerückt wurde, wohingegen der Name des Synchronregisseurs Josef Wolf überhaupt keine Erwähnung fand. So heißt es in einer Pressemitteilung der Sandfox, Zitat: Erich Kästner, der als erster mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnete Autor, ein Meister der treffsicheren Pointierung, übernahm die deutsche Dialogbearbeitung. Ja, und von der Filmkritik wurde diese deutsche Fassung durch Kästner besonders positiv hervorgehoben. Nur selten finden sich dann auch die Synchronschauspieler in den Texten der zeitgenössischen Filmkritik wieder. Ich habe Ihnen eine kleine Auswahl der Pressestimmen mitgebracht. Edith Hamann schrieb in den Filmblättern im Heft 15 1952, dass die deutsche Bearbeitung mehr ist als eine gute Synchronisation, dafür birgt der Name Erich Kästner. Unter den Sprechern sind besonders hervorzuheben Eva Ehrers und O.E. Hasse. Die Dialogpointen sitzen, dass es ein wahrer Genuss ist. Man kommt gar nicht darauf zu beachten, ob nun jedes Wort wirklich synchron ist. Rudolf Krause schrieb in der Neue Film 18 1952, Erich Kästner übertrug den umfassenden Dialog ins Deutsche, ohne ihn zu verdeutschen. Selten kann man dieses Lob einer Synchronisation so vorbehaltlos spenden. Auch im Münchner Merkur kam das Ganze gut an. Hans-Helmut Kirst schreibt dort am 3. Februar 1952, Regisseur Joseph L. Mankowitz, es steht tatsächlich so im Original, der auch das Drehbuch schrieb, hat versucht, mit Bildern Wortgebilde zu illustrieren. So entstand ein theatralischer Film, genauer verfilmtes Theater. Das Auge sieht kaum mehr, als das Ohr registriert. Wer den Text nicht versteht, versteht den ganzen Film nicht. Doch die deutsche Synchronisation hat das ihre getan. Erich Kästner schrieb Dialoge, die sich hören lassen können. Die Frankfurter Allgemeine am 8. Mai 1952, ebenso positiv. Den deutschen Dialog hat sehr zum Vorteil des Films der alte Filmhase und sprachliche Könner Erich Kästner geschrieben. So geht kein Gramm des originellen Geistes, insbesondere der Ironien, verloren. Die auch in Frankfurt erscheinende Neue Zeitung, Wolfgang A. Peters am 4. Februar 1952, Erich Kästners Dialogtext hat fechterische Eleganz und Treffsicherheit, wenn man doch öfter Schriftsteller dieses Formats mit solchen Aufgaben betrauen wollte. Zitat Ende. Und zum Abschluss dieser Presseresonanz habe ich Ihnen noch ein ganz besonders schönes Zitat mitgebracht. Das ist jetzt kein Fachblatt, es ist vielleicht auch kein Organ, an das man traditionellerweise denkt, wenn es um Filmkritik geht. Es ist die in Düsseldorf erscheinende Herz-Dame-Welt-Revue. In der Ausgabe vom 16. Februar 1952 in einem schön betitelten Text Eva weiß, wie man's macht. Zitat: Für die deutsche Fassung des Films hätte man keinen besser nachempfindenden und nachschöpfenden Autor finden können als den Meister der Pointe, Erich Kästner, der den besten Synchrondialog schuf, den wir bisher kennengelernt haben. Wenn es einen Oscar für solche Leistung gäbe, Erich Kästner hätte ihn verdient. Zitat Ende. Das fand ich besonders schön. Mit dem Oscar gibt es natürlich nicht. Schöne Vorstellung, aber das interessiert die Academy auch herzlich wenig, wie gut die Auslandsfassungen gemacht sind.
Tatsächlich war es ja so, dass All About Eve, als er in Deutschland 1952 anlief, bereits ein international preisgekrönter Film war, nominiert für nicht weniger als 14 Academy Awards. Das gab es in der Filmgeschichte ja bislang nur dreimal. Neben All About Eve 14 Nominierungen für den Oscar, eben 1997 James Camerons Titanic und letztes Jahr nochmal mit Damien Chazelles La La Land. Schließlich ausgezeichnet wurde All About Eve mit 6 Oscars als bester Film des Jahres für Joseph Mankiewicz, sowohl beste Regie als auch bestes Drehbuch, George Sanders als bester Nebendarsteller, Edith Head und Charles Lemaire für die besten Schwarz-Weiß-Kostüme. Und schließlich, und das ist gerade für uns im Zusammenhang mit der Synchronisation von besonderem Interesse, für den besten Set-Ton für Thomas T. Moulton. Und auch in Cannes und Großbritannien wurde der Film bei den einschlägigen Awards prämiert. Ja, mit Namen habe ich angefangen, mit Namen möchte ich enden. Aber nicht mit irgendwelchen Namen, sondern mit den Namen eines Stars und mit dem Namen der Haupt- und Titelfigur. Zunächst einige Worte noch zu Marilyn Monroe, die eine kleine Nebenrolle hat als naives Dummchen, Claudia Caswell. Die war damals ganz frisch vom Studio verpflichtet worden und wurde gerade erst zum Star aufgebaut. Und deshalb kommt es auch, dass im Vorspann Marilyn Monroe erst an dritter Ordnung auftaucht. Das heißt, vor den großen Stars, nicht mal in der zweiten Reihe, sondern erst hier unten, dritte Ordnung, drittgrößte Schrift überhaupt, nur für Marilyn Monroe. Die Sandfox, die bewirbt Marilyn Monroe in ihrer Pressemappe zum Film mit folgenden Worten, die aus heutiger Sicht nicht einer gewissen filmhistorischen Ironie entbehren. Hier heißt es 1951, auch an nachgeordneter Stelle im Abschnitt Eva Stars in wenigen Zeilen, als allerletzten Eintrag unten auf der letzten Seite, Zitat: Marilyn Monroe, attraktive blauäugige Blondine und 20th Century Fox Nachwuchsstar, ist auf dem besten Weg, Hollywood im Sturm zu erobern. Sie möchte gar nicht über Nacht zum Star rumkommen. Auch die Schauspielkunst will hart erarbeitet werden, wie jeder andere Beruf, ist ihre Meinung. Durch ihre sympathische Lieblichkeit in The Asphalt Jungle fiel sie erstmals auf. Ihre aparte Erscheinung in der Rolle der Miss Caswell in Alles über Eva lässt sich trotz der Konkurrenz prominenter Stars nicht übersehen. Jedenfalls stellt man der 23-Jährigen in Hollywood die besten Prognosen. Zitat Ende. Aus heutiger Sicht ist der Auftritt der jungen Marilyn Monroe als junge Schauspielerin Miss Caswell, die nicht für die Bühne geeignet scheint und daher zum Fernsehen gehen soll, natürlich besonders ironisch. Der Stern von Betty Davis, von Ann Baxter, Celeste Holm und Thelma Ritter, der mag langsam merklich verblassen, aber der Name Monroe, der ist immer noch derjenige, unter dem die meisten Zuschauer vielleicht was assoziieren. Und ich habe mir erlaubt, so viel über Monroe zu sprechen heute, auch am Tag, als die Meldung kam, Hugh Hefner ist gestorben, der Playboy-Gründer, und auf dem ersten Cover des Playboy war ja auch ein Bild von Marilyn Monroe. Für uns noch interessant, die Fassung, die wir gleich hören, da ist Marilyn Monroe, wenn Sie Marilyn Monroe-Filme auf Deutsch gesehen haben, noch nicht mit Margot Leonard zu hören. Das fand erst ein Jahr später statt. Es gab ein aufwendiges Casting, die deutsche Stammstimme für Marilyn Monroe, und das wurde erst 1953 gemacht für den Roy Ward Baker Film Versuchung auf 809. Der Originaltitel ist Don't Bother to Knock. Und da wurden Stimmproben nach Hollywood geschickt, mehrere Runden gemacht, und in der letzten Siebung hat Margot Leonard dann das Rennen gemacht. Margot Leonard, konnte ich vor 5 Jahren mal interviewen. Wie war das denn, die deutsche Monroe zu sein? Marilyn Monroe ist ja seit 55 Jahren tot. Margot Leonard hat bis zum Tod von Marilyn Monroe für sie gesprochen. Aber Margot Leonard geht's gut. Sie ist derweil 90 Jahre alt und lebt zurückgezogen am Lago Maggiore. Ja, und All About Eve, um das abzuschließen, weist auch eine ganz spannende Zahl an Titelvariationen in verschiedensprachigen Zielländern auf. Also der amerikanische Film, der kam etwa in Frankreich unter dem schlichten Titel Eve ins Kino, auch in Portugal nur als Eva, in Italien unter dem interessanten Titel Eva contro Eva. Die Sandfox meldete als ersten deutschen Titel ursprünglich im Titelregister an Eva, Alles über Eva.
Der Titel wurde dann erst später geändert. Und der finale deutsche Verleihtitel des Films Alles über Eva, ja, der legt uns natürlich nahe, dass wir doch eine Hauptfigur Eva Harrington erwarten können. Tatsächlich wird aber Eve Harrington den ganzen Film über nur als Eve bezeichnet und nicht als Eva angeredet. Also eine Eva, wie sie der deutsche Filmtitel vermuten lässt, die kommt im ganzen Film überhaupt nicht vor. Es bleibt also offen, warum der deutsche Verleih Sandfox zwar beim deutschen Filmtitel aus der Figur eine Eva machte, sie im Synchrondialog aber als Eve Harrington beließ. In der ersten Pressemappe der Sandfox findet sich als Rollenname tatsächlich noch Eva, auch im für die Presse bereitgestellten Filmroman. In allen späteren Veröffentlichungen hat man das dann korrigiert. Da heißt es dann passend zur Synchronfassung, aber nicht mehr passend zum Filmtitel Eve. Ein nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag daher zum Schluss mit einem letzten Ausschnitt. Einen perfekten Kompromiss aus Eve und Eva liefert 58 Jahre nach All About Eve, ein amerikanischer Science-Fiction-Animationsfilm, in dem ein auf der dystopischen Erde verbliebener Müllroboter die Hauptrolle spielt. Wir sehen jetzt zum Abschluss aus Andrew Stantons Film Wall-E, Der Letzte räumt die Erde auf, aus dem Jahr 2008, eine erste Annäherung zwischen Wall-E und, hören Sie mal genau hin, Sie hören schon selbst, bitte den letzten Clip Nummer 10. So, also Eva aus Wall-E, der perfekte Kompromiss aus Eve und Eva. Mit diesem nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag bin ich am Ende. Wir machen jetzt zum Ablauf 5 Minuten Umbaupause. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass wir jetzt ein bisschen später mit dem Hauptfilm starten werden. Also wenn Sie Lust haben, können Sie sich jetzt noch mal kurz erfrischen. 5 Minuten Umbaupause, dann geht's los mit dem Hauptfilm. Wenn Sie im Anschluss an den Film noch Zeit und Lust haben zum Diskutieren, mich noch was fragen möchten zum Thema Filmsynchrongeschichte, wer spricht wen, was haben wir da überhaupt gehört oder noch Nachfragen zu dem Erzählten haben, stehe ich gerne im Foyer noch draußen nach dem Film zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen wie immer an dieser Stelle einen anregenden Kinoabend. Ich hoffe, Sie haben viel Vergnügen mit Joe Mankiewicz Alles über Eva. Die Projektion des heutigen Abends übernimmt Pramila Cenciana. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.